Im letzten Video haben wir über Herodes berichtet und wie grausam und brutal er sein Volk regierte. Jedoch von Folgendem wusste er nicht, nämlich sprach ein Engel zu Maria. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria erschrak und versuchte zu verstehen, was diese Anrede zu bedeuten hatte. Der Engel setzte fort. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn der Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Man sollte denken, dass da, wo etwas in Gottes Händen liegt, alles ganz einfach, geradeaus und glatt geht. Aber für Maria wurde es zunächst sehr schwierig. Josef war zwar kein schlechter Kerl, aber wollte sich doch zunächst lieber aus dem Staub machen. Ihm wurde auf einmal alles zu schwierig. So hatte er sich das nicht vorgestellt. So musste Maria zunächst sehen, wo sie blieb. Aber ihr hatte der Engel gesagt, dass eine ihr bekannte ältere Frau ebenfalls ein Kind bekam. Und so eilte sie in das Bergland von Judäa zu Elisabeth und sprach zu einem Kind auf der Straße. Wisst ihr, wo Elisabeth wohnt? Das Kind antwortete ihr. Hier gibt es mehrere mit diesem Namen. Wen meinst du genau? Ich meine die Frau des Priesters, Zacharias. Ach so, es ist die Frau, die sich ein Leben lang Kinder gewünscht hat, nun eins bekommen wird. Sie lebt seither ganz zurückgezogen. Genau die meine ich. Dort vorne, ich bringe dich hin. Hoffentlich empfängt sie dich. Als Maria bei Elisabeth war, sagte sie zu ihr: Elisabeth, ich bin Maria aus Nazareth und wollte dich besuchen. Seit du in meiner Nähe bist, bewegt sich das Kind in meinem Bauch vor Freude. Du bist es, Maria. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Gesegnet ist das Kind, das du zur Welt bringen wirst. Auch wenn man alles schon vergessen hat, über dich wird man noch reden. Wer bin ich, dass du, die Mutter meines Herrn, zu mir kommst? Ich muss dir meine Geschichte erzählen. Ich war ganz erfüllt von dem, was der Engel mir gesagt hatte, von dem Kind, das ich erwarte. Ich bin bereit, für das Kind da zu sein, es anzunehmen, alles für das Kind zu tun. Aber es kam, wie es zu erwarten war. Josef, mein Verlobter, hatte nicht den Mut, zu mir zu stehen. Ihm ist es wichtiger, was die Leute sagen und dass sein Ruf nicht geschädigt wird. Lass sein, mein Mann hat es auch die Sprache verschlagen, als er hörte, dass ich noch ein Kind bekomme. Er hatte sich darauf eingestellt, dass es immer so weitergeht, dass er seine Arbeit am Tempel macht und hier nichts durcheinander bringt. Er schätzt die Ruhe, seine Einteilung der Zeit, seine Zuverlässigkeit, die durch nichts gestört wurde. Aber ich habe das Leben ganz anders empfunden. Für wen sollte ich da sein? Immer alles im gleichen Trott. Was ist das für ein Leben, wo man nicht hofft und bangt, wo man eine Ruhe im Leben hat, die der Friedhofsruhe gleicht. Und so ist es ohne Kindersegen. Weißt du, wie die anderen Frauen mich früher angesehen haben? Wie eine Aussätzige haben sie mich behandelt. Es ist ja in ihren Augen eine Schande, keine Kinder zu bekommen. Sie waren ja mit Kindern gesegnet, aber ich bin kinderlos geblieben. Wahrscheinlich haben sie immer gedacht, wieso ist mein Mann Zacharias so unentschlossen und lässt sich nicht von mir scheiden? Er hätte sich eine andere Frau nehmen können, die ihm Kinder schenkt. Das hat er nun nicht gemacht. Weißt du, was das Schlimmste ist? Jetzt, wo ich ein Kind bekomme, da reden sie und zeigen mit den Fingern auf mich. Das ist Elisabeth, die alte Frau, die ein Kind bekommt. Ich freue mich auf das Kind, aber lebe im Moment etwas zurückgezogen. Warum soll ich mir das Gerede der Leute antun? Aber dass du kommst, ist wunderbar für mich. Bleibst du bei mir? Was könnte es für mich Besseres geben, als die Einladung anzunehmen? Ich erlebe, dass Gott Bewegung in unser Leben bringt. Man muss auf ihn vertrauen, denn bei ihm ist nichts unmöglich. Ich finde bei dir Geborgenheit, wie unsere Vorfahren, die auch von Ort zu Ort zogen und sich behüten mussten. Es ist so, wie es uns überliefert wurde. Die Mächtigen sollten um ihre Macht zittern. Sie kann ihnen von einer Minute zur anderen genommen werden.
Wir Armen sind von Gott nicht verlassen. Er nimmt sich unsere an, so wie du dich meiner annimmst. Maria blieb einige Monate bei Elisabeth. Inzwischen war sie stark für die Begegnung mit Josef. Nicht als Bittstellerin begegnete sie ihm. Umso besser war es, dass auch Josef seine Meinung geändert hatte. So sagte er zu ihr. Wie war es bei Elisabeth? Maria antwortete ihrem Mann Josef. Ich habe bei ihr ein freundliches Zuhause gefunden, das mit anderen verwehrt hätten. Und ich bin innerlich stark geworden, meinen Weg zu gehen. Maria, ich habe meine Meinung geändert. Ich hatte Angst und wollte weglaufen, obwohl ich in meinem Innersten wusste, dass es falsch war. Ich möchte für euch da sein, für dich und unser Kind. Ein Engel hat es mir gesagt und mich vor einer großen Dummheit bewahrt. Was bedeutet es, was die Leute sagen? Wenn Gott mir für jemanden die Verantwortung gibt, dann darf und will ich nicht weglaufen. Kannst du das akzeptieren, dass ich mich geändert habe? Zeitweise dachte ich, ich kann keinem Menschen jemals wieder Vertrauen entgegenbringen. Bei Elisabeth habe ich wieder Vertrauen gelernt. So wie Gott es macht, ist es gut. Es wird seine Sinne haben, dass man manche Dinge ganz anders gehen, als man plant. Auch bei dir. Ich vertraue dir. Viele Menschen haben Angst davor, in unserer Welt unvoreingenommen zu sein. Es ist Angst, dass man etwas findet, was man nicht gesucht hat. Oder es ist Angst, das Vertraute könnte sich als nicht mehr tragfähig erweisen. In der Weihnachtsgeschichte wird uns von Menschen erzählt, die die Wahrheit des Lebens suchen. Gerade ihre Unvoreingenommenheit ist es, die sie das Wesentliche erkennen lässt. Drei Weise aus dem Morgenland unterhalten sich, während die Sterne studiert werden. Jetzt schlägt es dem Fass den Boden aus. Siehst du das da oben am Himmel? Gibt es noch etwas, was wir nicht wissen? Alles entwickelt sich, wie wir schon immer vorhergesagt haben. Das möchte ich sehen. Unser Universum ist die ewige Wiederkehr. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Immer wieder dasselbe. Aufgehen und untergehen. Geboren werden, wachsen und sterben. Anfang und Ende und dann wieder von vorne. Schön, dass wir dabei waren. Nein, sieh doch mal. Das hat es in den letzten 100 Jahren nicht ein einziges Mal gegeben. Die Abweichung von der Regel. Großartig. Zeig her. Muss ich mich sehr anstrengen, um es zu sehen? Am besten du legst sie hierher. Nein, du siehst es ganz deutlich. Nun ja, du hast recht. Sind das zwei oder ist das nur einer? Also wenn du mich fragst, das sieht aus, als würden Jupiter und Saturn verschmelzen. Ritz das in die Tontafel. Vergiss nicht, das Datum dazu zu schreiben, dass wir auch beweisen können, dass wir die Ersten sind, die das entdecken. Jupiter und Saturn, Sterne der Juden und einen Königsstern. Hast du nicht ein paar jüdische Nachbarn, die du fragen kannst? Du meinst die, die beim Gebet immer in Richtung Jerusalem stehen und sobald als möglich nach Jerusalem ziehen wollen? Welche Richtung stehen sie? Genau dorthin. Los, geh hin zu den Leuten und frag sie aus. So was, mir war da doch was. Ich hatte eine alte Tonscherbe in unserer Bibliothek in Erinnerung, auf der das vorhergesagt wurde mit Jupiter und Saturn. Wir sind wieder einmal nicht die Ersten. Hätten wir schon früher wissen können, aber wer liest schon das, was man schon früher vorhergesagt hat. So, ich mache jetzt meine Aufzeichnung. Dort ist der Mond, da die Venus, dort das Sternbild des Bären und dort ungefähr ist der neue Stern. Und was hast du rausgekriegt? Es ist unglaublich, wie aufgeregt die waren, als ich es ihnen erzählte. Sie haben mir gleich aus ihren alten Schriften zitiert. Moment, ich muss es mitschreiben. Denn so schnell kann ich es mir auch nicht merken. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Herrscher aus Israel aufkommen. Und was regt sie dabei so auf? Anders geht es nicht. Wir müssen hinreißen, wenn wir etwas mitbekommen wollen. Vergesst die Geschenke nicht. Schließlich geht es in ein Herrscherhaus. Die legen Wert auf sowas. Mit Gold, einer Schale Weihrauch und einer Dose Myrrhe blamieren wir uns wahrscheinlich nicht. Während die meisten Menschen davon ausgehen, dass die Wahrheit irgendwie zu ihnen kommt, waren die drei Weisen aus der babylonischen Priesterkaste der Meinung,
Die Wahrheit findet man am besten heraus, wenn man loszieht und sich alles genau ansieht. Sie hatten recht, inzwischen nahm die Geschichte mit Maria und Josef ihren Lauf.